Am gestrigen Montagabend hatten die Organisationen Seebrücke, das Asylpfarramt Reutlingen und der Verbund Reutlingen for Solidarity and Actions, kurz ROSA, zu einer Mahnwache auf dem Marktplatz der Achelmstadt eingeladen. Ziel der Verantwortlichen war es, so auf die aktuelle Situation an der griechisch-türkischen Grenze aufmerksam zu machen. Es gehe darum, ein Zeichen dafür zu setzen, dass Reutlingen ein sicherer Hafen sein könne, so die Veranstalter.